Hey Leute, welcome back zu Halo 2. Dann wollen wir mal reinnehmen. Wenn euch der ganze Spaß wieder gefällt, lasst mir gern eine kleine Bewertung da. Geht ganz schnell und kostet auch nichts. Und dann neigen wir uns hier langsam dem Ende zu. Da wir mittlerweile bei Mission 14 sind. Von 15 gehe ich mal davon aus. Dass die Sache ist wahrscheinlich in einer Stunde erledigt sein sollte. Ja, Junge, mit dem Maschinengewehr. Endlich mal wieder. Schrotflinte. Achso, jetzt bin ich ja wieder Master Chief. Schauen, dass ich nicht wieder irgendwo runterfliege bei meinem Glück. Teleportieren hätte können. Na, schauen wir mal, hier gibt es wahrscheinlich nichts, oder? Es ist ein paar Dunkel hier drin. Ich gehe mal stark davon aus, muss ich da lang, muss ich da lang. Hier da hinten gibt es wohl eh nichts. Gehe mal stark davon aus, dass wir hier lang müssen. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Der Phantom des Propheten nähert sich dem Blutsvaterschiff. Zeit, ja, ich muss ja irgendwie die Kollegen hier umlegen. Blatt kann einem so hart auf den Sack gehen. Oder ich gönne mir natürlich hier wieder. Naja, mit 8 Schuss nehme ich lieber die Knarre. Okay, wenn schon dran steht, dass ich die Taschenlampe brauche, dann kann ich es gleich mal anmachen. Junge, es ist ja auch übel. Komm schon vor dem Film, hey. Hui. Junge, wie geil. Deaktiviere diesen Lift, sobald sie oben sind. Das wird sie aufhalten. Hoffentlich. Ja, das wäre ganz nett. So, was geht hier? Soll die Flut unsere heilige Stadt verschlingen? Soll High Charity auch zu einem ihrer verödeten Baue werden? Kein Feind hat jemals unserer Macht getrotzt. Auch die Flut wird versagen. Ich werde tun, was ich kann, um die Startsequenz zu verlangsamen. Aber in dem Schiff ist irgendetwas, eine Präsenz, die dagegen wirkt. Für ein Allianzkonstrukt ist es ziemlich eindrucksvoll. Ich baller euch mal von da hinten ein paar Gegner ab.
Die scheiß Flugviecher, auf die schieße ich gleich, weil die gehen einem halt auch richtig auf die Eier. Genauso wie die Knarre eigentlich. Weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt hier hin wollte. Hierhin schon lieber. Unerwartet. Egal, weiter geht's. Oha, er ist wieder unsterblich. Die Bumme hier. Zwei Schuss haben wir noch, dann steck mal in der Klemme. Da nicht gerade. Ne, irgendwo. Und der Knarre kann ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr anfangen. So, wo steigt hier die Party? Bruder. Ist auch mal geil, mit einem Treffer, zack, tot. Da kann ich nicht einfach zulaufen und die da hinten einfach in Ruhe lassen. In Hoffnung, dass die mich auch in Ruhe lassen. Der Schmarotzer hat die Blutsväter nicht besiegt. Uns bekommt er auch nicht. Oh no.
Jetzt habe ich dann gleich ein Problem. So, die Waffe will ich aber eigentlich nicht, weil die ist nämlich absoluter Bullshit. Ja, mit der kann ich mich eher anfreunden. Das ist ja wohl keine Tür, oder? Das hätte mich jetzt auch gewundert. Jetzt schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Ja, überall die Blatt ekelhaft. Bin ich froh, wenn ich denen den Arsch aufgerissen habe. Des Turms sind besonders stabil. Oh, macht es Spaß. Es höre, wer von Furcht ergriffen ist. Ich bin der Prophet der Wahrheit. Und ich habe keine Angst. Ich denke eher, du bist gleich tot, aber. Meine Ohren hören stets seinen Rat. Wir existieren jetzt als eins. Zwei Kräfte. Ich gehe einfach weiter. Das sind offenbar die Privaträume der Hierarchen, ihr inneres Heiligtum. Hat jemand? Schade. Keine geile Knarre für mich. Schauen wir mal. Was soll ich? Naja gut, 20 Schuss brauche ich nicht tauschen. Ich denke, wir neigen uns dem Ende zu. Was habe ich zu Anfangs schon gesagt? Das ist ja mittlerweile Kapitel 14 von 15, also kann es nicht mehr lange dauern. Wahrscheinlich die und die nächste Folge noch. Gar nicht, aber er wirft Alter wieder wie ein Gott. Muss ich eben nur schauen, dass ich die Wache. Diese Krise ist nicht unser Ende. Es ist nur eine letzte Hürde. Oha. Rennst du jetzt nicht alle zu mir, Alter? Kannst du auch einfach mal die da drüben abschlachten, Alter. Genau, renn dahinter. Sei ein braver Flatt. Wow. Nicht schlecht. Das ist nämlich mein Schlachtbild hier wieder. Scharfschützengewehr jetzt in der Position vielleicht ein bisschen. Bisschen übertrieben, glaube ich. Mach mal auf, das Kapuff, Alter. Da.
Wieso glaube ich... Überall in High Charity kämpfen Brute und Elite-Schiffe gegeneinander. Mir fällt bald nichts mehr ein, Chief. Ich kann die Startsequenz nicht mehr lange verzögern. Der nächste Lift bringt sie zum Leitungsrohr. Beeilung! Ist er links oder rechts? Ah, okay, es gibt wahrscheinlich beide. Gut. Ich bin gleich irgendwie schwindelig, oder geht's da nur mir so? Aber umso weiter oben wir sind, desto näher sind wir dem Ende. Ist geschickt damit, die Technologie der Blutsväter zweckzuentfremden, aber das hier ist erstaunlich. Sie nutzen die Triebwerke des Blutsvaterschiffs als Energiequelle für die Stadt. Das Schiff startet eigentlich nicht, es löst sich viel mehr. Es koppelt sich von High Charities Energienetz ab. Halten Sie den Propheten auf, das ist alles, was zählt. Jetzt ist die Zeit unserer Entweltlichung. Die Zeit, in der wir werden wie die Götter. Ich denke nicht. Sie müssen den Propheten aufhalten und ich muss mich um den Index kümmern. Eine neue Knarre wäre nicht schlecht, Bro. Weicht ihr zurück, so wisset, nur eine letzte Anstrengung verbleibt. Wo denn? Vergessen Sie die Flak, wir müssen an Bord. Wir müssen an Bord, Bro. Ohne Waffe ist es nicht so einfach. Ich muss hier bleiben, Chief. Chief, wenn Sie aufbrechen, viel Glück. Wenn ich mit Wahrheit fertig bin. Keine Versprechungen, bitte. Wenn Sie sie nicht halten können. Master Chief wieder Eier aus Stahl, Alter. Ist jetzt wieder irgendwo im Universum. Durch ein Wurmloch mit dem Raumschiff. Aber irgendwie kommt er immer zurück. Wo sind wir hier? Wo die Räte die Weihe des Symbols sehen sollten. Den Beginn der großen Reise. Noch kann man das Leben des Schlüssels verhindern. Ich muss da rein. Dann mal aufsitzen, Gebieter. Ich weiß, wie wir durch die Türen kommen. So, wieder ein bisschen Gebieter-Action, wie es aussieht. Spring auf, Bro. Bro? Oder so. Der einzige Nachteil, das Teil ist so langsam. Kann definitiv nicht gut nach unten schießen. Na, Ruhe ist da hinten jetzt. Kommt der fucking Gebieter mit dem Panzer, Alter. Ah. Mit dem Turbo. Tschüss, Bro. Alter, kann ich in das Teil auch einsteigen, oder?
stark davon aus. Dass ich wohl oder übel da rein muss. Bitte, fange dich tot, nicht schießen. Die Jäger sind zur Unterstützung hier, Gebieter. Sie werden mit uns kämpfen. Ja, das ist doch mal eine gute Nachricht. Wenn die ausnahmsweise nicht mir den Arsch aufreißen, sondern den anderen. Jungs, vorwärts. Ich glaube zwar nicht, dass das lang gut geht. Lässige Sache da oben. Ihr seid schon oben, Bro, 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 Alter. Chill. Boah, Alter, die marschieren da durch, Alter. Jungs, ich wäre jetzt ganz verbunden, wenn du nicht mich umbringst. Jungs, ihr lebt's, oder? Hervorragend. Ja, ein bisschen, Alter. Auf dem linken Auge, da sehe ich schlecht. Ah. Vorrücken, Männer. Sind ganz klar in der besseren Position. Immer weiter, Jungs, immer weiter. Jungs? Hä? Jungs? Um zu überleben, musst du mich nur töten! Herzhart. Ohne Vision! Ruhe hier. Gibt es vielleicht jetzt auch noch eine passende Knarre? Nope. Kommt irgendjemand mit oder? Ist kein Krieger. Nein. Sind beide tot. Gut, gehen wir weiter.
Aber wie es aussieht, kommt unser Kollege nicht mit. Nee. Naja, egal. Können wir jetzt da noch 2 Stunden warten, bis der mitkommt, Alter. Die Musik schon höre, da weiß ich doch schon Bescheid, dass es jetzt gleich wieder richtig eskalieren wird. Junge. Wäre nur nett, wenn du nicht mir einen Kopf abreißt. Ach, da war so ein Ding drin. Bleibt hier schnell da stehen, Jungs. Ich hoffe, es bereue ich jetzt nicht. Ihr bleibt schnell da stehen und ich schaue mir das Terminal hier an. With this information is probably dead right now. He was commander of the fleet that brought me to the system. Fel Vadimi was his name. But after hearing you tell of the destruction of the ring, I cannot believe that he still lives. His orders were to secure the ring, to prepare it for the arrival of the Hierarchs. Vadimi never fails in his duties. If the ring is no more, then Vadimi must be dead. Duty can indeed be a dangerous virtue. But even if he did live, wouldn't this sense of duty make him quite unlikely to set aside his allegiance to the prophets? Perhaps not. And he would never betray our people. No, if we were able to just speak to him, explain everything you have told me, no, these are futile hopes. If he did live, and if he was returned to the High Prophets, they would most certainly punish him for the destruction of the ring. In fact, he would be the exact kind of leader the Hierarchs would make arbiter. They would need someone to blame for the loss of the ring. His influence within the fleet grew with every one of his victories over the humans. And if he did become arbiter? Then he would be lost to our cause. Without the knowledge you've shared with me, he would obey the prophets without question. I doubt he would even respond to his former name. I don't know what it would take to overcome, but as you say, we don't have time to ask such questions, and Vadimi is almost certainly dead. If all your hopes rest on him, then I fear for the future of this galaxy. As do I, Oracle. As do I. But I will begin our fight. Make others aware of the lies the prophets whisper in our ears. And soon, we will find more who will take up our cause. Ja, wir kommen immer wieder auf den gleichen Nenner. Wir müssen einfach
den Ring zerstören und am besten die Allianz Kasper, die Gelehrten, gleich mit. So, die Gefangenen haben wir alle befreit, die Jungs stehen hier parat. Ich würde sagen, dann beenden wir hier an dieser Stelle die Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst mir gern einen Like da oder eine kleine Bewertung im Allgemeinen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, Freunde, euer Stevie B. Ciao.